Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für einen Eintopf mit Fleisch, Kartoffeln und Topinambur. Der Eintopf schmeckt einfach nur köstlich. Viel Spaß beim Video! Der Gemüseeintopf besteht aus zwei Fleischarten und ist mit Kartoffeln, Karotten und Topinambur eine sehr gute Kombination. Die Zutatenliste und genaue Mengenangaben findet ihr in der Beschreibung. Erhitzt das Öl in einer Pfanne, gibt das Fleisch hinzu und lasst es scharf anbraten. Sobald sich die Poren beim Fleisch geschlossen haben und es braune Farbe angenommen hat, fügt ihr etwas Wasser hinzu und lasst es unter geschlossenem Deckel bei geringer Hitze ca. 1,5 bis 2 Stunden garen. Nun bereitet ihr das Gemüse vor. Zieht die Zwiebelschale ab, schält die Kartoffeln, Karotten und Topinambur. Wenn ihr keine Erfahrung mit Topinambur habt, ich kann euch sagen, er schmeckt leicht nussig und erinnert so leicht an Kartoffel, Artischocken und Kohlrabi. Alternativ könnt ihr zum Gemüse auch Zucchini oder Pastinaken mitschneiden. Schneidet die Zwiebel beliebig klein. Ich habe sie zunächst in Scheiben geschnitten und dann in kleinere Stücke. Die Kartoffeln schneidet ihr in grobe Stücke, so dass sie nicht zu weich werden, aber noch so einen leichten Biss haben, und gebt sie in eine Schüssel. Die Karotten und Topinambur schneidet ihr ebenfalls grob und vermischt das Gemüse. Gebt etwas Öl in einer Pfanne und lasst die Zwiebel goldbraun anbraten. Zum Ende der Fleischgarzeit würzt ihr es mit Salz und Pfeffer und gebt die Zwiebel hinzu. Rührt das Ganze kurz um und lasst die Zwiebel mit dem Fleisch kurz mitgaren. Wenn das Fleisch gar ist, können die Töpfe gefüllt werden. Füllt die Töpfe zunächst mit dem Fleisch. Schichtet dann das vorbereitete Gemüse. Legt jeweils ein Lorbeerblatt in jeden Topf hinein und bedeckt das Gemüse mit einer Gemüsebrühe. Setzt die Deckel auf die Töpfe und auf geht's in den Ofen. Die Eintöpfe brauchen ca. 40 Minuten bei 200 Grad. Servieren könnt ihr den Eintopf direkt in den Töpfen, so bleibt es länger warm, oder auf einem Teller. Dazu passt ein frischer Salat, zum Beispiel mit Paprika und Feldsalat. Unter www.foodtemple.de findet ihr weitere tolle Rezepte zum Nachkochen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt euren Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen!